bin kein großer Fan von Sportspielen. Um die FIFA-Reihe mache ich regelmäßig einen weiten Bogen. Aber dieses Spiel hier hat einfach einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich habe es damals auf dem NES mit meinem Bruder rauf und runter gespielt. Es wurde jedoch auch auf den klassischen Gameboy portiert. Bietet sich ja auch an, 8-Bit und 8-Bit. Wie schlägt es sich dort? Was taugt Nintendo World Cup für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Technos entwickelt und von Nintendo selbst 1991 veröffentlicht. Im Jahr 2012 erschien es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Wie schon angesprochen, ist das Spiel im Prinzip eine Portierung der NES-Variante. Bei dem Cover überrascht es wenig. Es geht um Fußball! Aber stopp! Stopp! Nicht wegschalten! Das Spiel hält sich zum Glück nicht so sehr an die offiziellen Regeln und macht meiner Meinung nach dadurch auch mehr Spaß. Als erstes spielt ihr nicht mit klassisch 11 Spielern, sondern mit ein paar Leuten weniger. Und das Beste ist, es gibt keinen Schiri. Das heißt, ihr könnt die Gegner umholzen, bis die Schienbeine splittern. Irgendwann bleiben die Gegner dann sogar auf den Rasen liegen. Ha, herrlich. Aber fangen wir mal von vorne an. Das Bewegungsspektrum ist natürlich relativ simpel. Ihr könnt laufen, passen und schießen. Wenn ihr euch geschickt anstellt, könnt ihr sogar einen besonders kräftigen Superschuss auslösen. Als Spieler habt ihr allerdings nur einen und seid daher auf eure Kameraden angewiesen. Den könnt ihr aber durch den Druck auf die Pass- oder Schießtaste Anweisungen erteilen und so spielen die euch schon mal den Ball zu oder schießen einfach. Dieses funktioniert im Regelfall auch ganz gut, aber manchmal stehen die euch aber natürlich auch im Weg. Im Vorfeld eines Matches könnt ihr auch sogar noch eine grobe Strategie festlegen. Sollen eure Spieler zum Beispiel lieber passen oder eher dribbeln? An Spielmodi wird euch allerdings nicht viel geboten. Herzstück ist natürlich der namensgebende World Cup. Ihr sucht euch eine Mannschaft aus und tretet der Reihe nach gegen die anderen Teams an, die natürlich immer schwerer werden. Diesen könnt ihr dann auch per Linkkabel im Multiplayer spielen oder gegen einen anderen menschlichen Gegner spielen. Euer Fortschritt während des Turnieres wird sogar in Passwortform festgehalten. So müsst ihr nicht alles an einem Stück durchspielen. Abgesehen von den verschiedenen Mannschaften spielt ihr auch auf verschiedenen Untergründen. Es ist nicht immer nur der langweilige Standardrasen, sondern auch zum Beispiel mal ein Acker. Da liegen dann Steine rum, über die ihr stolpern könnt. So wird euch hier zumindest etwas Abwechslung geboten. Die Grafik wurde wunderbar auf den Gameboy portiert. Klar, auch hier flackern mal die Spieler, aber gefühlt ist es bei weitem nicht ganz so schlimm wie auf dem NES. Auch die Teams sehen alle leicht anders aus, wobei hier eher der Fokus auf stereotypische Merkmale liegt. Der Sound dazu ist super. Die Musik geht voll ins Ohr und die Soundeffekte tun ihr Übriges dazu. Was taugt Nintendo World Cup für den Game Boy also heute noch? Auch die Game Boy Version spielt sich einfach klasse und ist auch sonst für nicht so sportinteressierte Spieler geeignet, weil hier der Fokus einfach auf den Gameplay liegt und nicht auf eine möglichst genaue Simulation. Letzteres wäre auf dem Game Boy ja auch nicht so wirklich möglich gewesen. Für mich ein Klassiker, den jeder mal gespielt haben sollte. Das war der Test von Nintendo World Cup für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir es beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.